Hey Leute, willkommen zurück zu Bro Orb, zu The Secret of Mana. Mit dem Sonny. Genau, das letzte Mal haben wir relativ schnell beendet, weil die Zeit uns davon gelaufen ist. Und weil wir gesagt haben, wir ziehen uns jetzt aus dann. Stimmt. Richtig. Wir haben nackt schon, jetzt habe ich jetzt ein Bikini an. Ja, läuft. Ein Tiger was hier. Von oben bis unten Tiger. Tiger! Genau. So. Tiger. Ansonsten hatten wir hier noch ein bisschen rumgeguckt, aber es war nicht viel zu sehen eigentlich. Ruinen im Osten war die große Ansage, ne? Und der sagt uns bestimmt, ob da was Wichtiges. Ja, geht klar. Osten, da geht's ja noch hier lang. Und die sagt nichts. Wir stellen uns vor sie und sie, wir schweigen uns an oder so. Ah, bitte die coole Musik. Oh. Ah, hier, Heidi. Wach auf. Shut up! I won't go back. Dyluck and I are happy here. Leave us be. What do you think of that, huh? This is revenge for taking him from me in the first place. He'll never be yours. Fies. What? But Pamela, that can't be. It feels good to come out on top. Oof. Pamela, I didn't. This isn't what I wanted. Voll K.O. geschlagen, ey. Come on, sis. Sis? What happened? Mhm. Chrissy, can you take care of our friend for now? It's a long story. Okay, there's a doctor sympathetic to our cause. We'll take her there. Thank you. Leave this to us. You go help Dyluck. Mach mal. Meine Güte, mit einem Schlag so ernst, im wahrsten Sinne. Das ist Drama. So. Zunk. Naja, komm, wenn man jetzt schon angeschlagen ist. Was war das? Oh. Als ob. Voll Critty Crit Pete. Ja, halt erstmal überall anders wieder gucken. Ja. Die große Tür hier sieht so viel zu einladend aus. Wenn ich jetzt höre auf auszuweichen. Weint er gleich. Mimi. Ja, ich hab nur Mimi. Oh. Nein. Hey. Wollte mir voll ins Gesicht. Und umarmen wollen wir dich auch nicht. Wenn ich dich sehe, wird mir schlecht. Du ist aber gut hier. Banane. Ach, das ist wieder sowas. Das haben sie jetzt beide drauf, ne? Das ist der Special Move hier. Bevor ich sterbe, nimm das. Hier wie bei letztens hast du gesehen, Leon der Profi, hier so ja. Von Mathilda. Und dann schöne Granate. Ja, und er macht dann noch so das Jackett oder hier, was er anhat auf und dann so, oh Scheiße, oder fuck halt irgendwie und dann, ja. Boom. Ich erhalte einen Angriffsmalus. Macht trotzdem 50 Schaden. Ist mir egal. ist mir egal. Ach komm schon. Achso, ich bin tot. Ich treffe die Leiche nicht, ey. Was ist hier los? Aber ja, schön. Nee. Voll in reinzaubern hier. Gib alles. Und zwar hatte sich Max nämlich jetzt gelesen gehabt, also das heißt gelesen, nochmal drüber nachgedacht, was denn so Monster angeht. Magische Fallen allem ganz geil. Boah, das war echt gut. Den haben wir schon mal gesehen. Die wir eventuell noch nicht getötet haben. Es gibt so einen Erfolg, oder ist wahrscheinlich, dann wollten wir das ja eh machen. Oh, komm, bleib. hin. Wo man quasi alle Gegner die Informationen zu braucht. Genau, also das kann ich ja mal kurz zeigen. Jetzt gibt es so ein lustiges Lexikon und da gibt es Monster und da
kommen Hammer noch die rein. Durch Lücken. Genau, das sind die, die wir noch nicht besiegt haben. Also, ne, da müssen wir mal gucken, ob wir da noch hinkommen oder so. Ja. Bei den Wolken war es ja jetzt eigentlich immer so, die haben wir nicht so. Ja, genauso wie diese magischen Thermale, genau. Ja, sie da. Ja, warum nicht? Wenn sie überlebt, mache ich ein Feuer rein. Bitte? Ja, warte. Ah, die dürfte das sein. Okay, die haben echt nicht viel Leben. Hui. Ich glaube, du musst die auch erst öffnen oder so. Und dann wird sie, ich weiß es nicht. Also es gibt Mimics, ja, hatten wir jetzt bis jetzt noch nicht, aber die kommen demnächst auch auf jeden Fall. Nice, Lanzenorb, der eigentlich ein Speerorb ist. Ach komm, die wenigsten die Zombies. Ich möchte beide treffen, genau. Bitte, ein Stück weiter nach links. Ja, danke. Der andere, der hat es nicht so mit. Ja, da wird ganz schön fehlt, ziemlich viel. Und keine Schuhe kaputt. Nicht mal ansatzweise. Die so, lululu. War da was? Nee, die sind alle richtig schöne Gegner. Ah, hier kommen wir nochmal. 120. Komm. Flattermaus ist erledigt. Ich hab ein Speer und steche irgendwo. So eine schöne Flanke. Ja, und vor allem hat die kleine. Ja, genau, ich stehe hier erstmal einmal im Kreis, weil ich drehte und dann gleich mache. Ja, hat die kleine ganz schön Schaden genommen. Und direkt nochmal. Hey, du bist wieder gleich wieder. Oh Gott. Es war irgendwie zu viel. Ja, was auch immer in der Truhe drin war. Wir werden es nie erfahren. Deine Waffenstufe ist gestiegen. Ja. Da kannst du gleich mal damit Y gucken. Na? Okay, fast. Dreieck bitte, ja. Ja, richtig. Das ist keine Xbox. Ja, da kamen beide noch nicht. Die Überraschung hier ist bestimmt kein Auge. Okay, bist du ein Zauberer? Puff. Banane. Okay. Ich wollte gerade sagen, weh, du beschwörst nur so eine Kummer. Hätte eigentlich gefehlt, dass er jetzt noch einen macht direkt in der. Okay. Back to business. Okay, Fledermäuse und Auge. Eigentlich zuerst das Auge unten irgendwie. Deswegen, wenn es möglich ist, bei Feuercocktail. Alter. Und heilt und alles, genau. Und ich brenne hier bis zum nächsten Tag. Also das Auge dürfte tot sein. Waffenstufe von maximal gestiegen. Geht mir aber gerade gut auf den Keks hin. Ja, deswegen erstmal. Oh! Zum Thema Mimik. Also kannst du doch von. Halt doch die Klappe, ey. Kann ich die beide. Hilft das? Oh, genau, ich sollte nur ihn treffen. Also die sind aber voll hier gerade im Zaubermodus. Ohne Scheiß. Ist aber mal gut hier. Direkt noch mal eine Heilung rausputtern. Ja. 39. Alter, und du bist so noch mal reingerannt. Ne, ich nicht. Das halt, spät. Ja, das war zu spät. Schade. Ich wollte die Kleine nämlich lieber weghalten, weil wenn er schon 139 ist, ja, was kriegt sie dann, ja? Also erstmal ihn wiederbeleben, bevor wir die Kuh töten. Bleib weg. Stopp. Ich würde noch länger für die Animation brauchen. Ist okay, 152. Ja. Gut, ich Waffen wechsle. So, ja, und dann kriegt sie noch einen Bonbon, einfach. Ja, sonst hätte ich gesagt, heil sie halt einfach ja, bei Magie machen. Und so. Das. Und du musst auch noch wechseln, oder? Muss ich? Ich glaube.
Ja. Ja. Handschuhe oder Peitsche. Ja. Mal noch warten. Ob das jetzt... Ja, gut. Oh. Also die Geister haben wir auf keinen Fall besiegt. Wenn es diese Geister überhaupt schon mal gab, dann haben wir sie auf keinen Fall besiegt. Denkst du, er überlebt das? Jetzt nicht mehr. Geil, Magiestufe hoch. So, der ist weg, ja. Cooler Held Angriffsmalus. Welcher Ghoul. Warum? Ich will doch nur noch ganz nach rechts. Danke, genau. Schlagen. Haben sich möglichst viele Treffer. This is gonna take a while. Mhm. Ja, zum Glück heilst du dich mal eine Runde. Das wird doch nicht angezeigt, wenn wir einfach zu viel Schaden währenddessen machen. Gut. Ein Auge weg, zwei noch da. Hat ihr voll das allsehende Auge hier, wie von Illuminati. Piccolo? Achso, der hat der auch. Oder von irgendeiner Gottheit wahrscheinlich auch, woher das eigentlich kommt. Hm. Piccolo ist kein Gott? Doch, der war ja Gott, oder? Zumindest das, was die Menschen da bei Gott zu Gott genannt haben. Mhm. Irgendwie so war das doch. Also nicht, dass ich es wirklich viel gesehen habe, Dragon Ball, aber das habe ich mir gemerkt. Damals habe ich es noch im Fernsehen geguckt und dann irgendwann ging es mir auf den Sack mit: Ich kämpfe gegen dich, aber wir unterhalten uns noch eine Stunde und gucken uns noch fies an. Das, irgendwann hat mich das so sehr genervt, dass ich es dann nicht mehr gesehen habe. So wie der Typ mich nervt, mit seinem Heilwasser, so ungefähr. In der Stufe. Geil. Zap, zap, zap. Pow, pow, pow. Jetzt aber Schluss damit. Puh. Wimmerauge. Achso, weil es dann so weint, wenn es tot ist wahrscheinlich. Oh. Und hier habe ich überhaupt keine gewusst. Obwohl, den Ghoul. Überhaupt keine depressive Musik oder so. Ja. Den Frost ins Gesicht. Eins. Ist ja geil. Nimm das. Ja, gut. Danke. Tschüss. Ja, okay, ich habe, ja, für die, die, ne, ich winke hier dem Fernseher. Ich habe gerade im Fernseher gewunken von wegen Unschuld. Das darf ich auch noch wieder mitmachen. 29 Schaden ist noch okay. Und jetzt nach unten, ne? Ja, genau. Oben haben wir jetzt die beiden Türen. Unten gibt es da nochmal mindestens. Ja, hier gibt es auch nochmal links und rechts was. Hey. wie war das? Dieses Auge unten heilt den, ne? Hey, er muss da langsam mal keine Magie mehr haben. Vor allem über was für einen Radius kann der denn bitte heilen? Was soll der Schuss? Unendlich. Jetzt aber Schluss. Ja, der hat nicht unendlich mal, das ist schlimm, dass irgendwann hört er damit auch auf. Wo ist denn hier Kollege Schnellschuh? Komm mal hier runter. Oh. Das Auge noch, ne? Genau, gut. Und. Gut, hier rein. Ein Raum mit. Nichts. Aber gut, dass unsere Seeleuten dahinter verschwinden können. Ja, wichtig. Wir können durch die Wand gehen. Magiebahn ist okay. Das macht nur irgendwie nichts wahrscheinlich. Und dass wir uns nicht heilen können. Oder Buffs weg, die wir haben. Mhm. Also, jetzt schlussendlich doch hier durch. Nein. Aber wenigstens das Heil, die Heilpeat weg. Bam. Puff, puff, puff. Pew, pew, pew. Geist und
cool. Das ist an die Stufe 29, maximal Stufe 29. Und der Krümel zieht gleich nach. Ach, diesen Gegner aber noch nicht. Bäm. Was ist hier der dritte Gegner? Was weiß ich. Sein. Ich hab rausgefunden. Krümel ist Stufe 29, Überraschung. Das ist der Sound des Fortschritts. Baby. Was spielen wir sonst so? Naja, Borderlands. Zumindest haben das gespielt bis zum absoluten Abwinken. Die 2. Bis Übermacht 8. Und noch mehr. Und dann halt eigentlich fast den ganzen Loot nochmal auf Übermacht 8 geholt. Krümel kann die Waffe wechseln. Tschu, 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 tschu. Schokolade. Ja, stimmt, da habe ich noch, da erinnere ich mich noch, da habe ich diesen. Ja, oder Schwert geht auch. Also alles eigentlich. Da habe ich diesen Kettenblitz-Zauber-Granate da, die habe ich gefarmt und noch und nöcher, ey. Das waren Zeiten. War auch gar nicht so ein schwieriges Setup. Den alleine zu farmen, ja, auf Übermacht 8. Da bist, ja, jeden zweiten Mal bist du gestorben dabei. Vor allem auch dann hier der super Überkäfer, keine Ahnung, Wacket. Ach nee, das war der, ja. Für warte, wie hieß der? Irgendwie auch eine Granate war es. Ja, ja, ja. Ah, ich hatte keine Lust gegen die. Tesla hieß der nicht auch einfach Tesla-Granate? Also nee, das war vom Typ eine Tesla-Granate. Ja, egal, das wird jetzt irgendwie zu speziell für die, die das nie gehört haben. Fakt ist, das war einfach krass, ja. Punkt. Das ist auch die Borderlands 3, das ist eines der Spiele, wo ich bei allen drei Spielen alle Erfolge auf der Xbox habe. Jetzt aber Schluss, ja. Ja. Ich mag Bogenschützen. Not. Aber langsam werden wir wieder besser mit den Leuten zusammenschieben und so. Naja. Das kommt dann so nach und nach alles wieder. Hinein. Oh. Direkt. Und weg. Die alle haben nicht getroffen gerade, okay? Oh. Synchron. Schön. Okay, nicht mal in die falsche Richtung. Die Rüstung hätte ich gern. Ja, unbedingt. Willst du nicht dein Tiger-Bikini anhaben? An dem man auch so gut sieht hier. Wie in guten alten Spielen, wo man es natürlich sieht, was man anhat. Slash Ignore. Boah, Mensch, ja. Aber wie er ausgewichen ist. Sensationell. Jetzt würde er nichts anderes machen. Okay, Ghouli, die Ghoulpeed noch. Zwei Stück, ne? Und er springt zurück. Und nochmal. Hat noch im Zirkus gearbeitet. Oh nein, Kunden! Ich muss hier weg. Klassiker. Hat ein bisschen Epilepsie manchmal, der Kollege. Ja. Wenn er nicht weiß, was er machen soll. Aber zu tun, gut. Es gibt ja eigentlich noch den Weg. Alles dran. Ui. Der linke dürfte. Und die anderen. Einfach mal ignorieren. Aber wir haben alle anderen Wege schon erkundet. Also es gibt jetzt nur noch den. Das ist immer beruhigend. Brennt sie? Nein. Ich habe Doppelschaden. Ja, irgendwie schon. Wurde sie getroffen nochmal? Kann vielleicht sein. Nee, von aber. Cool-Typen. Aber er hat jetzt auch zweimal Schaden gekriegt. Und er wurde auch nicht viel anders getroffen eigentlich. Merkwürdig. Diese Programmierer. Die Wege des Spiels sind unerkundbar. Unerkundbar. Oh, da ist ein fieser Gegner. Das war knapp. Reingelaufen. Bis zur Kreuzgrenze war das. Ja.
Entschuldigung. Wollte ich nicht von Stacheln geschützt. Er kann keine beschwören, weil zwei auf dem Bild sind, ne? Ja. Noch zwei andere. Okay. Du möchtest unbedingt das abbekommen. Oh. Was jetzt wohl gleich passieren wird. Aber erst wenn er kurz vor dem Sterben ist. Oh, das ging aber schnell weg. Boah, ey. Und nochmal. Schwein und. Weil er hat keine Zauberanimation in dem Sinne, er macht's einfach, ne? Also keine Verzögerung. Alter Schilder, er hat jetzt gerade hell Wasser und. Oder vielleicht noch ein zweites Auge auf dem Bildschirm irgendwo. Haben wir's dann oder. Da unten der echt eine Heilung, oder? Ja. Interessant auf jeden Fall, würde ich mal bezeichnen. Wie gesagt, jetzt noch irgendwie ein zweites Auge. Aber die dürften auch dann irgendwann keinen Mana mehr haben. Bäm. Meine Fresse. So, also hier geht's rein. Und dann geht's irgendwo anders noch weiter wahrscheinlich. Hier ist Stachelfeed. Ah, da haben wir den Übeltäter. Ja, aber man wäre der andere nicht. Ach, okay, er hat den Zombie geheilt, mehr als. Naja, das ist ein Set. Ist doch mehr. Jetzt, irgendwann ist mal gut, ja? Also, wir sind ja sehr geduldig. Gibt's aber direkt einfach mal Feuer von mir noch gratis dazu. Feuer, Feuer. Er kriegt einen Schaden durch irgendwas, aber sie brennen alle. Okay, der ging durch. Was denn jetzt? Tot. So, hier kommen wir nicht durch. Unten. Ah, da, ja. Der ist es eher. Und da unten gibt es auch keine Tür, ne? Also, doch, da gibt es einen Durchgang, aber hier gucken wir auch nicht hin, weil. Ach so. Stacheln. Ja, aber so von unten dann links. Ach so, nee, da ist eine Wand so, richtig. Da ist kein Durchgang. Wolken. Genau, irgendeine Wolke hatten wir noch nicht. Das ist der Typ. Ja, weil ich dann manchmal nicht im Blick habe, wen ich gerade steuere. Ja. Wer bin ich? Das neue Spiel. Also. Okay, die eine Wolke ist erwähnt. Ach ne. Nein. Die interessante Wolke lebt leider noch. Puff. So, jetzt würde ich einfach mal nachgucken, ob das die Wolke war. Ja. Ja. Ja, nice. Sieht gut aus. Das haben wir nämlich alle durchweg bis hierhin. Ja. Ja. Und sogar noch die Mimik. Wobei dann eigentlich ja bis zur Mimik noch zwei fehlen würden. Ja, aber die wir Mimik. Wir müssen noch gucken halt. Ja, ich denke, die Mimik wird einfach nur ein bisschen später. Ah. Also, die hat ja auch richtig viel Schaden gemacht. Also, ich denke, die ist einfach jetzt ein bisschen überlevelt. Ja. Schön. Nice. Schön, ja. Wir haben wirklich gleich viel Mana, ne? Also ja. Maximal Krümel. Das war früher nicht so. Ach, vor allem, dass sie dann das Krümel auch mehr leben dann. Achso, ne, du hast Treffer schon eingesteckt. Ja, ich habe 5 mehr Leben. Oh, ein Schalter. Und du hast in der Ferne was gehört, ja genau. Und deswegen gehen wir jetzt in die Ferne. Okay. So, überredet. Verdammt! Uff. 187 kriegst du davon. Weil das hat mich getroffen. Ich dachte, es ging auf dich. Hab ich eigentlich auch gedacht. Ach ja, starten wir mal. Ja. Ja, das ist langsam nervt, das Gebiet hier. Oh, dich noch. Du bist schnell durch. Ja, bring den mit. Kommst du hier durch? Nein. Na, hat es doch gelohnt.
Ich war noch nicht fertig, glaube ich. Wie wurde ich wirklich getroffen? Und nichts. In der Wand erscheint. In der Mitte erscheint eine Tür. Ja, hier, doch, guck. Aber lass erstmal noch. Ist sie hier gerade erschienen? Oder ja, okay. Nein. Die ist da einfach abgefahren. Okay. Aber wenn hier die Stacheln weg sind, vielleicht sind hier oben die Stacheln weg. Ja. Voll geil. Und tschüss. Jetzt die Frage, geht's da weiter oder dort weiter? Okay. Ja. Und Orbschwert. Orbschwert. Orbschwert? Nein, Schwertorb. Also mit ihm. Nee, der muss schlafen. Pa, 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 pa. Komm schon. Ghoul ist weggetreten. Mach ich ihn weggetreten hier. Weggetreten. Half eine Stufe von irgendjemandem Schwert, also Krümel wahrscheinlich. Ja. Menüführung ist schwer. Peitsche, Bob. Bob. Und sie kriegt das. Kann sie zweimal. Eben. Eben deswegen. Dann nehme ich jetzt auch wieder Krümel, weil Schwimmkampf. Ekelhaft. Sie ist tot. Ja. Und du machst das. Und Gemach. Wer macht das? Was hat das sonst gemacht? Gemach? Doch, der Ghoul kann das. Achso. Aber der ist halt nie dazu gekommen. Achso, verstehe. Oh, vor allem auf die Kleine. Oh, wir haben schnell gehört. Gott sei Dank. Roter Marshmallow. Ja, die heißen ja alle Marshmallow. Ah, jetzt kommen wir hier raus, alles klar. Ah. Wenn wir schnell sind. Jawohl, da ist noch das andere Auge, ne? Oben rechts ist, Klasse Bogenschütze. Muss ein bisschen aufpassen. Weil der rastet ganz schön aus, der Kollege. In den geschossen, schön. Huiuiuiui. So, und trotzdem alles erkundet. Sehr gut. Auf keinen Fall. Zwei feuerwerfende Typen? Die, nope. Oh. Die haben es versteckt, die Schweine. Pow, 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 pow. Geht er hier jetzt übelst schnell alles. Naja, wenigstens für die, ja. Mhm. Ja, guck mal, müssen wir unsere Erfahrungen erziehen, was? Mhm. Da kam ein Pfeil durch eine Wand. Jetzt ist hier schwer. Der ist tot. Und er lässt direkt ein Auge deswegen kommen. Okay, ist aber auch erledigt. Sehr gut. Na komm. Dann nehme ich. Das wird noch ein Gegner sein. Komm schon. Hm. Natürlich nicht. Gib alles. Doch. Oh, shit. Oh, nice. Der ist... Oh, super. Gekrittet auch noch oder einfach nur zwei Aufladungen? Ne, gekrittet. Nice. Aber meine Aufladung und den Crit vom... Einfach vom Jungen. Vom Jungen. Ja, ja, eher so physisch nicht so viel drauf hat. Cool. Oh Mann. Jetzt brauche ich aber eine Heilung. Ich bin schon am Drücken wie ein Bekloppter. Das ist, wenn er sie jetzt stirbt, das trotzdem vielleicht noch zählt. Ah, geht nicht. Man sieht gerade nicht, weil sie noch in der Animation ist. Okay. Aber. Wurde auch nur einmal getroffen. Das war irgendwie ganz komisch. Kannst du
kannst du mal schön lassen. Haha, sagt sie und macht auch noch 45 Jahre. Ich gebe dir das Jackson, was ich habe. Oh. Das ist halt ein Monster. Die ist gleich verwirrt hier, weil hier ein paar Leute durch die Tür kommen. Surprise, motherfucker. Die läuft weg. Seid mal schnell genug. Einfach zur Schokolade. Oh. Wir müssen mehr Schokolade essen. Das ist verwirrt. Das ist gut, da kann ich vielleicht nicht zaubern. Schade, kommt noch ein zweites, ja. Bringt die Beschworenen auch Erfahrung? Ja. Ja. Okay, dann ist halt so. Genauso wie halt der Block, wenn der sich immer teilt. Kannst du quasi immer unendlich und noch mehr. Ja, fürs Waffenleveln ist es halt eigentlich auch ganz gut. Gestern in das erste, wo wir hier in der ersten Höhle da am Wasserfall waren. Oh, oh. Halt. Was? Nein, nicht schon wieder eine Wand. Shit. Aber diesmal haben wir erst die Mitte, ne? Und dann die äußeren. Weil wenn die äußeren. Ja, ja. Wohl, das eine heilt. Ich glaube, das linke heilt. Ist mir egal. Ich gehe hier voll auf die Mitte. Und vor allem werde ich gleich zaubern. Und vor allem werde ich hier mal analysen. Das sind beide Teufelsaugen. Warte mal, bis er in der Mitte aufmacht. Jetzt. Jetzt ist das einfach weggegangen. Wegen mir oder was? Verarschen. Wahrscheinlich. Wir essen alle Teufelsauge. Gut. Okay, ich mache das rechte Auge gerade. Das hat. Ich denke nur eine Erfahrung. Okay, also. Auf das Licht, okay. Teufelswand. Würde es sonst heißen. Donnerstag. Ja. Warte, dann probier das mal gleich. Kann ich es jetzt analysieren mit Teufelswand? Da. Ja. Dann müssen wir wissen, wie viel Leben das hat. Ich glaube, wir müssen nämlich die Augen leben lassen, weil beim letzten Mal war es echt knapp bei der ersten Wand. Oh, schon 500 Schadenspunkte? Ja, ja. Was geht da? Ja, wir treffen die ganze Zeit halt. Das ist. Ich würde da mal zaubern, wenn das Auge nochmal aufgeht. Ja. Siehst du, eigentlich müsste mit der Pille nochmal mehr zaubern, ne? Ja. Aber oh, trotzdem nicht. Nein! Wird das jetzt abgebrochen dadurch? Nee. Irgendwie trifft es nicht. Ich würde dann nochmal analysieren, wenn es nochmal aufmacht, einfach zu wissen, wie viel jetzt. Ach, ich knall jetzt über auf Diamantraketen rein. Auf alles? Ja. Okay. So. So, ja. Wieso kann ich. Okay. Weil du getroffen worden ist, irgendwie war es gerade glaube ich. Die Augen machen gerade zu. Ne, die waren nach außen getroffen. Okay, auch wenn das Auge zu ist, ich habe das Gefühl, ich treffe es trotzdem. Also es kommt zumindest ein Ton. Ja. Deswegen hast du vielleicht auch schon zu viel Schaden gekriegt. Ein bisschen mehr Wind machen. Und wieder ein bisschen mehr Wind machen. Ich analysiere nochmal. Okay, die wird halt immer geheilt von dem einen Auge wahrscheinlich. Dem linken. Wenn wir jetzt wissen, welches das ist. Ach, immer fest getroffen. Schiele Peter. Nein, hier leveln alle. Sieht halt keinen Schaden. Teufelswand wurde kritisch getroffen. Hier mal noch einen. Get wrecked. So, ich lade das mal auf, bis sie wieder. Also diese Wand ist immer schon irgendwie ein komischer Gegner, von dem man gar nicht so richtig weiß, was überhaupt abgeht. Hatte ich zumindest das Gefühl immer. Heilwasser. Irgendwie ist ziemlich oft kritisch getroffen halt. Ich wundere, dass die Augen noch leben. Obwohl die alle Magie abkriegen. Naja, aber ne, wenn es auf alle geht mit Stufe 1, das ist jetzt ja. Nicht so der
Nicht so die Welt. So, kann Epis noch immer zaubern und dann ist gut. Ja. Ja, nochmal Wehrenregen. Alle. Darf ich das auch? Ja. Ich könnte das. Den kann ich auswählen. Weil es gerade zu ist wahrscheinlich. Ich muss dann gleich noch heilen, sehe ich. Wollen noch das Auge noch. Ja. Auf geht's, ja. Oh, das ist irgendwie ein ganz komischer Gegner. Seiblick, okay, hat Schaden gemacht. Ich gehe mal auf das Auge links, ich glaube, das heilt. Müssen ja beide Augen sterben. Der rechts macht Energie so. Okay, das ist tot. Und jetzt würde ich nur noch auf die Mitte gehen. Kannst du gleich nochmal analysieren. Okay. Aber irgendwie hingekriegt. Keine Ahnung wie. Aber diesmal hat uns die Wand wenigstens nicht fast in den Tod getrieben, ey, wie beim letzten Mal. War auch nicht knapp gewesen, also diese erste Wand. Ja. Deswegen habe ich jetzt schon wieder ein bisschen Schiss gekriegt, ehrlich gesagt. Weil dann hier sterben ist schlecht, weil man geht wirklich nur zum letzten Speicherpunkt zurück, der ewig her ist. Am Anfang dieser Folge ist. Also ja, vor dem Anfang dieser Folge, um genau zu sein. Ja, nee, nach oben, klar. Genau. So. Finsternis und so. The Darkness. Oh, dich kennen wir. Ach nee, das ist irgendwie so ein Typ. Ja, natürlich viel, viel zu erzählen. Du sicherlich auch. Wenn du. Ja, dann komm. Lässt es halt. Er mag nicht reden. Nach vorne geht's weiter. Und da oben ist. Good old. Bitte reden, Destroying. Oh. The fuck. Sequenz? Jetzt geht's los. Ja, echt, ey. Oh. Er ist ein Vampir. Gesundes Unrest. I've missed you so much. Oh, Dylok. I'm so glad you're safe. Oh. Ups. Ich weiß nicht, wie die Frage geht. What? Doing? Pesky girl. Verzeihung. Where did you send her? Bring her back now. The mighty Thanatos has need of her. Or more specifically, her blood. How could you? You have no soul. Do you know how worried she's been for your sake? I don't care if you're under some spell. She loves you! And you've gone too far! Ouch! So würde ich nicht reagieren, wenn jemand mir ein Schwert über den Kopf zieht. No. Komm zur Besinnung. Thank you. I can think clearly again. Don't move, are you crazy? Please help her. She's in terrible danger. There's a door behind the altar. Haben wir schon gesehen? Go. Na jetzt aber los. Here it is. Na bloß gut, dass ich keine Mana mehr habe. Müssen wir gegebenenfalls uns so eine Walnuss. Oh, wenn es einen Kampf gibt, ja. Okay, sie hat aber ein Level abgekriegt, dann ist sie wieder voll. Nice. No. Hallo. Was geht hier los? Na. No. Haben wir eigentlich gerade einen Ort gekriegt für die Wand? Ja. Ich habe vergessen, was für Peitschenorb oder Boomerang. Was? Was da? No, this is impossible. How? Where am I? What's wrong with you two? Ach so. We can move. Wie könnte man Charaktere wechseln? Steuer kurz links rechts. Must have transferred some of his life force into her. He never fails to impress. All the more reason why we can't let him slip from our grasp. I have no more need of you fools. Vampire, do with them as you will. Wenn ich mich recht entsinne, war der Vampir ganz schön blöd. Frisch erstmal. Also,
Einfach aus Erfahrung würde ich sagen. Hey, lass mich doch bestimmt. Feuer. Einfach aus Vampire mit Feuer bekämpfen und so. Ja, ganz schön viel Leben. 2400 Licht haben wir nicht. Schön. Wusstlos. na dann wenigstens was Stufe 2 ist müssen. Die Maus der Wurstlosigkeit holen, wenn das geht so. Ich bin mir nicht sicher. Oh, 55. Nee, ist okay. Na, ah, ist halt noch in der Luft, deswegen. Ich mach auch mal ein bisschen mit. Ja, lass mal halt nicht raus. Im besten Fall, ja. Wenn wir schon jetzt wieder neue Mana haben, müssen wir halt dann mal ausnutzen. Richtig. Er kriegt und noch mehr. Ein aufs Mal ist. Hat getroffen, obwohl er in der Luft war. Na gut, hat ja auch einen Speer. Ja, okay. Ich mache noch höchstens einen Zauber, dann hebe ich mir auf. Ja, ja. Also dreimal heilen müsste eigentlich reichen. Also ich mache um die 90 Schaden und du mit 100, glaube ich. Oh, ja, Nahkampf macht auch so um die 50 auf. Wo auch immer er ist. Ja, in der Mitte. Der Typ hat ja, der Computer hat richtig gezielt und getroffen auch. Hat man gehört. Oh. Oh, oh. Okay. Immer da, wo er. Ja, wo er hin. Da, wo er hinschießt. Das muss er machen. Wie viel habe ich noch? Noch 3. Oh, war nice. Getroffen? Nee, das war in Dine 3. Ist nice. So, der Regen macht Verteidigung runter. Das wäre gut. Er hängt dort ein bisschen. Komm schon, komm runter. Ja. Ich habe hier einen. Ich habe etwas vorbereitet. Gut. Ende aus Mickey Maus. Nee, Fledermaus. Achso. Ja, nice, aber gut gelevelt jetzt in dem Kampf. In den beiden Kämpfen eigentlich. Ja. Gut mal da nachholen. Bravo. Direkt noch ein Orb hinterher, komm. Orb Central. Ins Gesicht. Hier Klaue oder so ein Scheiß wahrscheinlich. Bumerang. Da hat man Peitsche beim Vorgehen gekriegt. Henry Hagen ist. Henry. So schön. We should go. Ja. What matters is that he's alive. I'll find him again. I know I will. I know it. Liebe macht blind oder so. Hier können wir wieder die magische Leine der Hoffnung nutzen. Oder so. Die magische Leine der Hoffnung. So sollte das wirklich heißen. Ah, verdammt. Wo wir das letzte Mal reingegangen sind, ne? Ja. Genau. Aber Gegner sind ja weg, ne? Gut. Da kommen wir jetzt rechts oder links in die Eingangshalle. Ein und dann nur noch raus. Halle, Halle, Halle. Ja. Nein? Achso, nee, von. Und aber schön hinterher, ne? Einer rennt falsch, alle rennen falsch. Mir nach, ich folge euch. Gut, das heißt, wir kommen jetzt zurück ins Dorf? Fragezeichen, Ausrufezeichen? Sollte. Dann habe ich doch was zu tun. Beziehungsweise, ich guck mal vorher. Was ist Marilla gesagt? Ja. Salamander, trotzdem noch. Oh, richtiger Knopf. Der braucht auch nur 2, das ist gut. Durchgegangen. Ja, na, dein Mann ist weg. Genau. Dann jetzt erstmal schlafen, habe ich gehört. Ups. Was sind hier? Redst du eigentlich wieder mit uns? Oder? Nee, natürlich nicht. Gut. Und du? Okay, der hat auch immer noch den gleichen Text. Ja, ich gehe falsch, kann das sein? Ich hab keine Ahnung. Nee, geht. Ja. Nur so halb falsch. So, beim Tanzepiet jetzt wieder mal einchecken.
One night is 120. Auf jeden, Alter. Oh, da haben wir unser Geld wieder aufgestockt. Ja, aber ordentlich. Oh. So, was gibt's heute? Oh, gute Nacht. Ich hab Zwischensekunden. Scorpion Army. Hm. Ach, das ist hier. Aus der Wüste? Ja, na, die auch aus dem Frostgebiet, wo wir den Salamander hergeklaut haben. Ich würde nicht. Solange der Name richtig cool ist, genau. Bros on the same wave, buddy. Krümelbande. Ist geil, ich nehme sogar den Namen auf. Aber Krümelbande ist natürlich dann ziemlich nice. Das klingt gut, ja. Das, ja, das. Die Armee der herrischen Hexe Maxima. Ja, anmutig und liebreizend. Sonny und seine tollkühnen Schwertkämpfer. Aber ich bin der Einzige, der mit dem Schwert kämpft. Aber die Krümelbande fand ich noch am besten. Oh. Ja, genau. Nicht schlecht. So. Klingeling. Ist die Frage, speichern? Das wäre also das erste Mal in dieser ganzen Folge. Ja. Schon. Und wo dann? Dann dementsprechend unten. Ja. Läuft. Cool. Müsste von der Zeit auch wieder ganz gut geklappt haben. Ja, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Story wird jetzt auch immer interessanter, muss ich sagen. Am Anfang war es ja mehr so, ein Typ fällt von der Brücke und so. Aber jetzt ist er ja mit Liebe und Tod und Verzweiflung und so. Ja. Und das Imperium schlägt zurück. Sozusagen, genau. Ja gut, dann bis zum nächsten Mal. Genau, bis dahin. Ciao, ciao.